Sendung wird präsentiert von Hirz. Mit dem Hüttenkäse von Hirz ist alles frisch und fein. Der Schweizer Klassiker mit viel Protein. Heute ist im Thurgau Hauptweil an der Reihe. Das ist der Herzensort von Steve, der seine Gäste mit regionalem Glace verführt und zu einem selber komponierten Lied einlässt. Ich bin im Thurgau daheim. Mehr jetzt. Gut. Auf der Entdeckungstour durch den Kanton Thurgau geht es heute auf Hauptweil. Das Dorf gehört zu der Gemeinde Hauptweil-Gotzhaus und ist der Herzensort von diesem jungen Mann. Ich bin Steve, ich bin 46, ledig, habe schon 12 Jahre Freundin. Beruflich bin ich Business-Software-Berater und Dozent an Schulen. Und in der Freizeit bin ich vor allem musikalisch aktiv in einer Band, mache auch Solo-Projekte und unterrichte auch Musik hier. Der Steve ist selbstständiger Software-Spezialist, spielt seit über 30 Jahren in Musikbands, ist ein leidenschaftlicher Fan von den USA und hält sich mit Schwimmen fit. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und eigentlich seit der Geburt hier zwischen ihnen mal 4 Jahre weg gewesen, aber seit 1985 konstant wieder in Hauptweil. An Hauptweil finde ich so ein schön, es idyllische, es ist ländlich. Ich sage es so ein bisschen Dorfcharakter. Wir kennen viele Leute, mit derartigen, wo wir zusammen aufgewachsen sind, die auch heute noch da sind, pflegt man einen guten Kontakt und Austausch. Mein Lebensgefühl hier ist eigentlich immer relaxed, entspannt. Es ist auch nicht so hektisch, also sehr eigentlich auch ein ruhiges Dorf in dem Sinne. Auf dem Dorfhügel thront sogar ein Schloss, wo eine 350-jährige Geschichte auf dem Buckel hat. Also was sicher noch besonders ist, ist das ganze Schloss mit dem Park und das Türmli als Wahrzeichen von Hauptweil. Und für die, die so ein bisschen interessiert sind an der Textilindustrie, gibt es einen Industrielehrpfad. Mit dem verbunden sehr viele historische Gebäude aus dieser Zeit. Und natürlich auch der Weiher, wo es auch einen grossen Weiherweg gibt, also einen Wanderweg gibt in weitere Weiher hinterher. Und darum hat der Thurgauer sein Herz zu Hauptweil liegen. Hauptweil ist mein Herzensort, weil es ist idyllisch, voll von Tradition und voll von Musik in der Luft. Ankunft von Steve seinen Gästen, die ja gleichzeitig seine Kritiker sind. Über die vier mit seinem Herzensort überzeugen, das kommt heute aus. Ja, hallo. Ja, hallo, geht's da? Wer guten ist da? Morgen, guten Morgen. Hallo. Ja, guten Tag. Guten Morgen. Hoi. Hoi. Morgen, Herr Nachtar. Hallo. Ich heiße ganz herzlich willkommen hier im Ortsteil Hauptweil von der politischen Gemeinde Hauptweil-Gotzhaus. Und wir sind hier oben am Bahnhof, gerade dann auch an der ersten Station Tradition, wo ich dann euch nachher ein bisschen mehr erzähle. Aber als kleine Stärkung dazu, wenn ich den referiere, dürft ihr hier ein ebenso traditionelles Thurgauer Zwischenverpflegung zu euch nehmen. Bitte bediente, wie kann es anders sein, ein Öffel. Danke dir, auch ein Riesenöpfel. Ja. Das ist eben gut, wenn ihr am Essen sind, stellt ihr sicher keine Fragen. Ich habe doch das cool gefunden, dass er uns mit einem Öpfel im Oberthurgau empfängt. Mhm, ich habe gedacht, ich nehme nicht zum 9, sondern dann zum Dessert am Nachmittag. Gut, dann begeben wir uns jetzt gerade in dem Sinn zur ersten Station. Könnt ihr mir folgen? Gerne. Mhm. Beim Thema Tradition erwartet Thurgauer eine interessante Tour. Gut, wir befinden uns hier an der ersten Station vom heutigen Tag, Station Tradition. Und zwar, warum hier? Hauptweil verbindet eine grosse Tradition im Bereich Textilindustrie.
Das Hauptwil ist erstmalig 1413 urkundlich erwähnt worden als Weiler Hauptwilen. Und gute 200 Jahre später, im Jahr 1664, dann hat eine Familie Gunzenbach aus St. Gallen sich hier niedergelassen und haben dann hier unten eine neue Textilindustrie angefangen aufzubauen. Und in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat dann eine Familie Brunschweiler die Industriegeschichte weitergeführt. Und warum das gerade Hauptwil zu einem Industriestandort geworden ist, sehen wir in einer der nächsten Stationen. Wo ich jetzt euch einlade, mitzukommen, und zwar gerade auf dem Industrielehrpfad selber. Wir nach. Die Station an dieser Tafel war ja sehr informativ. Er hat das, ja, wenn man hinten auf der Tafel gelesen hat, hat er genau das Gleiche erzählt. Ausführlich gewesen. Ja, ja, ja. So, wir wären hier an einem von diesen historischen Arbeiterhäusern. Der nennt sich der Kurzbau. Und das ist das, was mich einerseits mit der Tradition und andererseits auch mit Hauptwil verbindet. Weil in diesem Haus hier bin ich aufgewachsen, die ersten 9 Lebensjahre verbracht, zusammen mit meiner Tante, die unten rein gewohnt hat, und den Grosseltern, die nebenzu gewohnt haben. Und was hier auch noch verbindet, ist, dass mein Vater selber in der Färberei unten geschafft hat und somit wir quasi wie auch noch ein Teil von dieser Textilindustrie selber sind. Und als kleine Anekdote aus meiner Jugend habe ich mir sagen lassen, dass ich einmal als kleine Pfüderi hier daheim ausgerissen sei. Allerdings nicht in die grosse, weite Welt, sondern bin einfach nicht mehr herum. Die Mutter Panik hatte. Und dann ist herausgekommen, dass ich meinen Vater auf eigene Faust hier in der Färberei unten aufgesucht habe, um zu schauen, mal, ob er eigentlich auch arbeitet oder wenn er so den ganzen Tag jeweils macht. Mit dieser Anekdote, das habe ich jetzt noch ziemlich witzig gefunden. Und aber ich kann mir auch vorstellen, wie es der Mutter oder der Tante zu Mut war und dann plötzlich nicht mehr herum war. Gut, ich habe euch an der Tafel 1 gesagt, warum das Hauptwil zu einem Textilindustriestandort herausgekoren worden ist. Und zwar ist der Grund, das ist, der eine Grund ist der Hauptwiler Weiher, den ihr hier seht. Und der ist 1430 angelegt worden mit dem Ziel als Fischzucht. Und irgendwann hat man dann gemerkt, dass das Abwasser, also das Abwassersystem daraus über Kanäle auch für die Textilindustrie sehr wichtige Wasserversorgung kann genutzt werden. Aus dem Grund ist dann da im 1665 die Familie Gunzenbach angesiedelt und dann eben 200 Jahre die erwähnte Familie Brunschweiler. Die sind dann bis 1984 einen Färbereibetrieb gehabt. Und wo der dann geschlossen hat, ist auch die Textilindustrie in Hauptwil sozusagen gestorben. Ich würde jetzt euch mit euch noch gerne zum Weiher in die Halbinselführer gehen und dort euch noch ein paar Details zu der Gemeinde und zu dieser Weiherlandschaft erzählen. Könnt ihr Mikro? Übrigens, auch der Dichter Hölderlin hat es mal für ein paar Monate auf Hauptwil verschlagen. Aber zurück zu der Natur. Ha, idyllisch, die Ruhe. Wunderbar. Der Weiher, der Hauptwiler Weiher, ist der 5. von insgesamt 5 Weihern. Es gibt noch 4 weitere, die dann ins Gemeindegebiet Wiehlen-Gotzhaus hinterher gehen. Die sind grösstenteils zwar in Privatbesitz, aber trotzdem zugänglich. Also wir dürfen nicht mit Boot- und Amphibienfahrzeugen dort hinten herumfahren. Es ist auch ein Naturschutzgebiet und ganz ein sehr beliebter Wanderweg. Und da wird sehr viel Freizeit im Sommer verbracht. Also der Weiher hat nicht nur Tradition, vor allem auch natürlich wegen dem Weiherwanderweg. Mit dieser Station möchte ich euch auch die Station Tradition abschliessen. Und ja, hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben in die Geschichte dieser Gemeinde, wie auch die Tradition, die damit verbunden ist. Danke. Danke. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, die erste Station war einmal eine Überraschung. Ich habe nicht damit gerechnet. Ja, es war vielleicht ein bisschen theoretisch. Also die Station Tradition hat mir eigentlich sehr gut gefallen, aufgrund von diesen Tafeln mit Daten drauf, mit interessanten Informationen. Und man merkt schon, dass er wirklich so ein Hauptwiler-Bub ist.
Im Kanton Thurgau führt heute der Steve durch seinen Herzensort Hauptwil. Das Grüppli ist unterwegs zum nächsten Programmpunkt, der Kulinarik. Wir sind hier an der Station 2 vom heutigen Tag, Kulinarik, angelangt. Und ich lade euch hier gerne ein, etwas zu probieren. Wie und was genau das funktioniert, sehen wir aber erst, wenn wir drin sind. Darum jetzt mehr noch. Es geht zu Vital Gelati. Ja. Vielleicht kommen wir ja wieder. Ja, hallo. Willkommen. Ja, hoi Pius. Hallo. Grüezi. Steve. Grüezi, hoi. Hoi Pius, hoi. Willkommen. Danke. Grüezi, grüezi. Ja. Mich besonders verbindet dazu, dass man oft Vital Gelati selber auch essen. Ich denke, ich übergebe das Wort am besten dir, Pius, dass du selber hier noch kannst ausführen und weiterleiten. Ja, schön. Danke vielmals, Steve, und dass ich hier darf, euch etwas zeigen darf. Und jetzt werdet ihr vielleicht denken, wieso heisst es da Vital Gelati, was kann Gassi gesund sein? Vital heisst gerade 1,5 Kilometer kommt das von hier hin. Es ist kein weiter Weg. Das Einzige, was eingeflogen wird, wird vielleicht eine Banane oder ein Vanillestängel. Aber sonst sind wir stolz, dass wir sagen, bis 95, fast 99% dürfen wir sagen, sind 1,5 Kilometer von hier eingekauft. Jetzt fangen wir an. Wir machen ein schönes Bananenglas, eine ganz gute Sache. Wer tut sich zur Bananenherstellung schieben? Da haben wir die. Ich glaube, machen wir zwei. Ja, gut. Dann tue ich gerade mal die Jacke ab. Work all night and I drink a rum. Könnt ihr da noch ein Hähnchen anlegen und vielleicht die Zitronen ausweisen? Weil das braucht ein bisschen Mucki noch, um ein bisschen rein. Das wäre noch schön. Dann lassen wir nachher bald los. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one. Gut, ja. Zutaten für ein Glacé sind meistens Wasser, Milch, Rahm und Zucker. Manchmal kommt noch ein Eigelb rein. Etwas fehlt aber noch. Du, Zitronen noch? Ja, fast vergessen. Lernen wir sie gerade hier rein. Und die Zitronen tun wir natürlich wegen der Farbe und ein bisschen wegen der Säure. Also dort, wir nehmen sehr reife Bananen, weil je reifer, je geschmackvoller. Aha, okay. Laufen. Und jetzt ist der voll dran. Und der hat jetzt, da kann man auch schauen, der macht 100 bis 240 Touren pro Minute. Und so kommt eben auch der Luftaufschwung rein. Und wir haben 29-30% nur Luft rein. Mich hat fasziniert die Powerglassemaschine. Produkt rein und zack, schon abgekühlt und geht raus. Super schnell gegangen. Jetzt, wir machen ein bisschen Kinderglasse. Und zwar tun wir hier einfach rein spritzen. Und jetzt kannst du den Stiel hier drücken. Ja. So. Wie weit? Jawohl, dass es gerade fingerfertig ist. Bis da, jawohl, genau richtig. Noch ein bisschen nach, weil er ist noch recht kräftig da. Ja, ja, er muss gleich noch mal schauen, bis er es dann kann. Stiel rein tun, das kann ich schon machen. Ich. Herzlich. Ich tue den Stiel rein. Gut. Du kannst hier die Muttertagsklasse machen. Schau mal, das herzlich ist Muttertag. Herzlich. Jetzt kommen die schon wieder in. Ja. In Tiefgefrierschock. Jawohl, geht wieder an Steve gehen. Aufmachen. Ja, hinein, oben rein. Ja, aber dass wir können selber mithelfen, einrichten, mitmachen, also das war schon ein Pluspunkt. Jetzt könnt ihr selber zu denen reintauchen, oder? Und dann könnt ihr die so etwas schön garnieren. Im alten China ist Glasse scheint aus Schnee, Zimt, Früchte und Honig gemacht worden. Der römische Kaiser Nero hingegen hat Gipfelschnee mit Rosenwasser, Feigen und Datteln aromatisieren lassen. Die Thurgauer peppen heute ihr Bananenglasse mit Schoki auf. Jetzt verschmilzt es gerade auf der Zunge, gell? Der Pius, der geborene Glasse-Mann. Hat das gut gemacht. Besser wahrscheinlich wie wir zwei. Ja, wir sind gut gewesen, probieren. Ja. Station 2 ist sehr gut gewesen, lecker, aber auch interessant, wenn man Eis so professionell macht. Ja, meine lieben Leute, mit dem wären wir am Kulinarik-Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier in der Produktion von einer Glasse, die hier in Hauptwil hergestellt wird, drin zu sehen. Und ich möchte mich natürlich an dieser Stelle auch bei unserem Vital
Gelati-Kreateur am Pius bedanken. Vielen Dank, dass du dich hier bereit erklärt hast. Gerne habe ich das gemacht für euch. Wir würden uns jetzt an die letzte Station begeben, nämlich die Station Freizeit. Aber lasst euch Zeit, geniessen das Glas fertig, bevor wir uns hier eins weiter begeben. Für den letzten Posten vom heutigen Tag zeigt Steve sein Zuhause. Gut, nach der Station Kulinarik wären wir jetzt hier am dritten Punkt Freizeit angelangt, wo bei mir daheim stattfindet. Dazu lade ich euch zu mir in die heime Stube ein und zeige euch dann drinnen, was euch hier auf euch wartet. Es gibt vielleicht wieder ein Märchen. Amerika und Musik. Das ist das Motto des Hauptwieler in seiner Wohnung. So, willkommen bei mir in der Stube. Ihr dürft euch sonst gerne Platz nehmen, drei da und vielleicht grad, oder die Prinzessin vielleicht gerade auf dem Thron. Darf ich auf den Thron? Und die anderen drei da hinten auf dem Sofa. Wie ihr seht, hat es hier innen einen Haufen Saiteninstrumente. Da ist mein Bezug hauptsächlich zur Freizeit. Geht allerdings schon fast auch ein bisschen ins Nebenberufliche rein, in einem kleinen Rahmen, in dem ich aktiv Musiker bin. Hauptsächlich stilistisch angesiedelt in den 20er bis in den 50er Jahren American Roots and Folk Music. Hauptsache in meinem Soloprojekt spiele ich so eine Resonator-Gitarre. Die hat so einen metalligeren Klang. Well, if you ever plan the motor west, travel my way, take the highway. Für mich war das ganz eine neue Welt, die sich hier eröffnet hat, mit diesen verschiedenen Instrumenten. Das fand ich sehr spannend gefunden. Ja, die Art von Musik ist wirklich, es ist nicht gekünstelt. Es ist Kultur dahinter, es ist Bewegung dahinter. Danke! Mich hat es bewogen. Ich habe vor zwei Jahren bin ich am Morgen verwacht und habe gedacht, jetzt könnte ich in diesem Stil einen Song über den Thurgau verfassen. Wie unser Kanton sich repräsentiert in der ganzen Schweiz, die Vorzüge und die Schönheiten sind. Und habe dann so über ein paar Tage hinweg einen Song verfasst, der heisst «Der Thurgau Anthem». Tönt jetzt zwar Englisch, weil es gibt ihn auf Schweizerdeutsch, wie aber auch auf Englisch dann, später für den internationalen Markt. Ja, genau. Und da habe ich gedacht, ja, das soll auch international populär werden. Und dann habe ich gedacht, könnte ich den mit euch zusammen vortragen? Okay, dann gebe ich dir den Schälerin. Und du kommst einen Kazoo über. Weißt du, was das ist? Ja. Das Instrument kommt eigentlich auch so ein bisschen aus der Ragtime- und Oldtime-Zeit. Und da tust du eigentlich wie so quasi drüber. Kommt da nichts? Kommt nichts raus. Das ist verwusst. Nein, nein, nein. Da ist kein Wasser rein. Zeig mal. Du kannst. Also, Kasu, du hast mich wirklich herausgefordert. Das ist nicht so einfach. Aber du gefällst mir. Man muss sagen, dass da wirklich ein Vollblutmusiker da dahinter ist. Also, da ist es so. Und auch wenn er singt, hat sein Stil. Und ja, der macht auch gut. Ich gebe euch die einfach mal zur Orientierung. Vielleicht wäre es schön, wenn ihr dann im Chorus mitsingen könntet. Ist vermutlich grufiger, wenn ihr aufsteht, euch erhebt als Thurgau Anthem Orchestra. Und könnt einfach mit der Perkussion mitmachen. Du tust mit Kasuen und könnt dort mitsingen, wo ihr wollt. Die Schweiz hat 26 Kantone. Do
Steve ist für mich Musik. Musik und Singen. Und ich bin der Elvis. Ja, genau. Und wenn so etwas kommt, dann kann ich auch fast nicht still hocken. Ich habe jetzt gemerkt, ja. Station Freizeit hat Freude gemacht. Der Plausch. Wir haben zünftig musiziert, gelernt, Kasus spielen, miteinander spielen. Und es ist ein anderer Musikstil, aber mir hat es gepasst. Wie hat euch Steve seine Präsentation gefallen? Also, Steve hat seine Präsentation gut übergebracht. Auch selbst am Morgen, wo ich etwas eher Mühe hatte damit. Aber er hat uns doch erklärt und versucht zu erzählen, was in Hauptwil alles so passiert ist in den letzten Jahren. Man kann sogar sagen, Jahrhunderten. Es war so eine gleichmäßige Tour. Es hat für mich nicht irgendwo extrem ausgeschlagen. Es war schön, es war spannend, aber es hatte für mich jetzt nicht so einen absoluten Höhepunkt drin. Für mich jetzt, für mich persönlich. Ich hatte so das Gefühl, er hat sich konzentriert auf drei Freizeit, den ganzen Tag. Er hat uns wollen und er lebt mit dem. Er hat gewartet, bis drei kam. Ich habe das fast ein bisschen so gespürt. Seine Musik und es ist auch sehr viel in Übersee und so, aber sein Herz schlägt schon für Hauptwil. Also da hat man schon gespürt. Das stimmt, ja. Nach einer kleinen Denkpause gibt es Punkte. Gönnen Sie bei unserem Wettbewerb 1'000 Franken. Einfach anrufen auf 0901 90 60 30 für 90 Rappen oder gratis mit dem Handy im Internet. 1'000 Franken für eine Reise durch die Schweiz oder was immer Sie sich wünschen. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie in der nächsten Sendung. Bravo. 9 von Erwin, 8 von Werner, nochmal 8 von Manuela und 9 von Benny. Der Steve nimmt 34 Punkte mit für sein Hauptwil. Das Bischofszell, am Herzensort von Benny, hat Manuela morgen ein exklusives Ämtli. Also für mich ist das ganz, ganz eine besondere Ehe. Auch der Erwin ist ergriffen. Ich kann es laufen lassen. Hast du es laufen lassen? Schlussspurt im Kanton Thurgau. Morgen kommt aus, wer den Wochensieg holt und 1'000 Franken Preisgeld gönnt. Die Sendung wird präsentiert von Hirz. Mit dem Hüttenkäse von Hirz ist alles frisch und fein. Der Schweizer Klassiker mit viel Protein.